Nächster Part. Wie gesagt, geht weiter hier. Schauen wir mal. Burp. Hm? Wer? Alten dicken Sau. Weiter abschmatzen hier, ne? Tja, was soll man sonst machen, ne? Gesundheit. Gesundheit. Mhm. Hast du nicht? Du auch? Nein, hast du? Ach so. So. Der ist auch schon wieder abgefuckt hier. Kann doch nicht sein. So, Leute, nächste Kiste. So, Leute, hier geht's weiter. Boah, die war sowas von ätzend, ey. Frikadelle, die ist so geil, ne? Boah, ey. Das war keine Frikadelle, eine Frikadelle. Das war eine Frikadelle, ey. Hier, kannst du den da auf die jeweils erstmal reinschmeißen? Wieder weiter? Ja, ja, klar, ich mach noch hier ein paar Runden weiter. Ich will hier einmal rein, das kann doch nicht sinnen. Ich muss einmal reinlassen, ich will hochdrücken, Mann. Schmutzwesen hier. Was ist ein Schmutzfink hier? Ja, gute Frage. Extra schon auf 50 Cent gegangen, weil mit 60 und 80 gar nichts. Schmutz. Ja, so laufen die Kisten ja, ne? Halt, weh. Alles andere wäre ja gelogen. Ach. Das ist ein Schmutzbengel hier, du. Ja? Ja. Ja, so keine, weiß ich nicht, ey. Keine Hoffnung, so keine Öffnung, keine Vierer, so ein bisschen mal zum Halten, Spielgeld, gar nichts. Der läuft so runter, als, keine Ahnung, wenn er 100.000 geschmissen hätte. Die habe ich schon längst verstanden, die Auszahlquote. Wenn es danach gehen würde, hätte ich schon längst aufgehört zu zocken, wenn es eine Auszahlquote geben würde. Ja. So was von tot, ey. Mausetot. Das wäre bei einem Kanal. Umbenennen. Auf was denn? Verstehe oder irgendwie sowas. So, Leute, habt ihr gesagt, hier geht's weiter. Schauen wir mal, so bis 140, vielleicht marschiert er ja mal rein. Boah. Danach werde ich mal Book of Ra fix zocken. Also 50-50 anfangen. Vielleicht hat er ja irgendwas drin da. Natürlich nicht schlecht, wenn er jetzt vielleicht nochmal reingehen würde, ne? Machen wir nochmal 10 Drehs auf 2 Euro. Und dann gehen wir auf Book of Ra fix. Ja, das scheint auch nicht so.
So, Leute, Book of Ra fixed. Mal 50 zu 50. Schauen wir mal. Warum ist der Moneymaker böse? Machst du damit nicht hier Joe reinbiegen oder was? Ja, klar, logisch. Ganz schnell raus aus dem Spiel, aber zack. Book of Ra fixed, Junge, muss angegriffen werden. Was für raus. Schauen wir mal, ob wir überhaupt mal eine Möglichkeit kriegen hier. Hier liegen. Ach, du hast gewechselt. Nee. Ist nicht drin, hab ich schon gesehen, dass der durchrollt. War ja schon mal ein bisschen hier. Scheiß Luft hier. Scheiß Luft? Wollen wir uns hier kaputt machen? Warst du denn mit dem Maul da dran an meinem Glas? Nee. Wieso sind denn die drei Gläser? Wo ist denn meine verdammte Cola? Du hast gar keine mehr, Mann. Nee? Ich hab, das hier ist auf jeden Fall meine. Nee, auch nicht drin. Doch. Drin doch, dich. Doch, doch. Ich hab gesagt. Weil ich hab schon gedacht, der kommt vorher, aber der... Jetzt sind wir mal gespannt, ob die brennenden Bücher kommen. Lass die Spiele beginnen. Oh, nee. Oh, erste ist schon da. Ach, da ist okay. Der Fix? Ja, ja, klar. Oh, da muss ich mir das erstmal genau angucken. Ja, und jetzt? Ja, brauchst du Verlängerung. Da können wir jetzt stehen. Ja, ja. Da brauchst du Verlängerung, Dicker. Jetzt also. Wird halt alles gar nichts. Ach so, da habe ich jetzt erstmal nichts. Zahlt ja für das brennende Buch schon 50 Cent immer mehr, ne? Aber das ist ja schon wieder Schmutz am Anfang. Das beruht nur auf Verlängerung. Das beruht nur auf Verlängerung. Das war das besagte Spiel, wo so viele Leute gesagt haben. Mhm. Ah, jetzt versteht er das erstmal. Ja, genau. Aber lohnt sich ja nicht, siehst du ja. Ist ja Schrott. Nee. Doch, habe ich auch einmal gehabt. Guck mal, jetzt bringt er das noch, wo das Spiel schon vorbei ist. Das ist ein Vierer jetzt, ne? Mhm. Stimmt. Das basiert nur im Grunde genommen auf Verlängerung. Kannst du da buchen weiter? Ja, ja, ja. Ja, du brauchst hier... 30, 40, 50 Spiele, sonst ist das Spiel nichts wert. Hast du einen Kaffee noch? Nee, dankeschön. Schade. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, ist ein, kann ein gutes Spiel sein. Also ein Granatenspiel sogar. Ne? Mhm. Ist das einzige Spiel, wo man die Stromzufuhr in der Spielhalle ausgehen kann, ne? Wenn du mal überlegst. Hast du denn noch genug Strom in der Tasche? Ja, mehr als genug. Mach dir keine Sorgen. So schnell brenne ich nicht ab. Ich habe einen Anrufwagen von dem Herrn Graf, der wollte den Strom auf die Tasche ziehen. Alte Drecksau, ey. Ist ja wie die Kaki hier zugange, ey. Ja, muss ich ja. Ich brauche ja 15 Hände. Drin? Nee. Fast. Gehen wir nochmal auf die alten Bücher jetzt zurück. Ist alles betriebsbereit. Und
müssen wir mal aufstoßen. Ja, guck mal da, 120er. Du musst das Spiel auch mal wechseln. Leckerchen. Ja, aber ist ja das, was der gefressen hat. Ich hatte ja schon 200 drauf, Mann. Ja, aber weißt du, was das bedeutet? Ne? Wollte ja nicht näher zu erläutern. Entweder macht er jetzt den Arsch auf oder der fickt jetzt komplett. Jetzt kannst du den Krieg ziehen. Das wird die Mutter aller Schlachten. Ich ziehe jeden Tag in den Krieg, Mann. Das siehst du doch, ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Was denn? Aufhören mit, mit deiner scheiß Frikadelle da rumzurübsen. Da geht mir auf den Zack. Ja, Alter, die kommen mir die ganze Zeit hoch. Ey, weißt du, was du... Also nächstes Mal muss ich ja leider aufnehmen für die Abonnenten, weil da war so ein schmutziger Klops an der Tankstelle. Kannst du auch aufnehmen, die Abonnenten wollen das auch sehen. So aus wie Pferde. Von dir sind die ja sowieso... Du hast den Dreck wieder aufgezogen. Von dir sind die ja sowieso nur Schmutz gewohnt, weißt du, deswegen. Du sollst das ist nur in vernünftiger Lokalität. Was du mir da immer aufschwatzt. Ja, okay, dann komm, sei mal ehrlich, das war auch an der Raststätte. Wir mussten ja tanken und... Ja. Hat dann da so ein Drecksbrecher ist, da kann ich ja nichts. Ich sofort wieder in die dreckige Ecke rein, wo die Würste liegen und diese schmutzige. Ja, ich hab gefragt, ob der was zu fressen hat. Er hat ja so eine vergammelte Bremsklötze liegen, hat er, kann ich auch nichts für. Ja. Aber geht der Kind immer bei dir nach oben dann im Moment, wenn du sowas siehst? Und dann fällt sie gleich drüber her. Wie eine Wildsau, ja. Ein interessantes Phänomen, ey. Boah, ist die einzige Kiste, ne? Und die anderen sind alle mausetot, Alter. Ich schwöre dir. Ich bin ja nur am Buchen. Ja. Also, ja, mach doch mal. Ja, das war halt schmutzige. So. Karate? Nee. Ja. Nur für Langeweile. Dankeschön. Bitte? Hier stehen ja so viele Cola rum. Ist das da eine? Oder auch dran? Komm, geh einmal rein. Ey. Lass mal einmal gucken hier. Kein Schmalz. Nee. Lass dir jetzt mal reingehen, das alte Mistvieh hier. Ah ja. Ah ja. Oh, guck mal. Ja, war ein Drecksbild. Der sortiert schon. Und was sortiert der denn? Der fünf sortiert. Köpfe? Oder? Das haben sortiert. Dein Wort in Gottes Ohr, einmal im Leben jetzt, komm. Fünf Köpfe, 1000 Eier, Spielgeld ist da. Guck mal, dafür klingelt der noch, ey, für 2 Euro, ey, dass der sich nicht schämt, der alte Schwein, ey. Was ist denn da los, Digga? Ist das da alles schon fertig, oder was? Wie viel ist denn da rüber gebucht, da jeweils? 13 Euro und da ist 14 Euro. Ja, nee, da muss noch was drauf. Da muss noch was drauf. Ist da drauf? Ja, muss über ein 20er drauf sein, Minimum. Hier. Was soll ich mit dem Scheiß, ey? 13 Euro, da brauch ich auf 60 Cent, 60, 8 Cent gar nicht drehen, Mann. So, bis 150, dann gehen wir mal an eine andere Kiste. Gucken wir mal, vielleicht kriegen wir da auch irgendwas zusammen, ey. Ja, das ist auch kacke. Die anderen müssen ja wenigstens auch mal reingehen, weißt du, wenigstens mal gucken lassen, so, weißt du? Ey, du hast ja mittlerweile fast gar keine Ansprüche mehr. Du bist ja schon so Dings gewachsen, dass du sagst, ey, geh wenigstens mal rein, ey, lass mich mal gucken, ey. Aber gar keine Spiele oder so, boah, da fällt's ja aus dem Fenster, ey. Was? Ja. Oh, den haust du dir aber noch sowas von gnadenlos hinter den Binsen, wa? Der pfeffert der sich sowas von rein, das ekelhafte Drecksschwein, der Popcorn. Guck mir die Plörre am Rand an. Oh, diese, oh, die ist, das ist Mocker. Das ist Mocker. Das ist Mocker. So, Leute. Holmes and Watson. Schauen wir mal, was der Schmutzfink hier treibt. Hat der Poppy sich natürlich wieder gewünscht, also ob das was wird, ist natürlich die andere Frage. Früher war das auch kein 10-Linien-Spiel. Ja. Jetzt ist das 10 Linien. 10 Linien? Früher aber nicht. Nee. Können die Abonnenten gerne mal reinschreiben, aber ich meine, früher war das nur ein 5-Linien-Spiel. Columbus A. Ist das jetzt auch 10 Linien? Mhm. Echt? Mhm. Bium, bium, bium. Ja, 5 Cent vielleicht, aber. Nein, ich kann dir erstmal die Spiele erklären. Das ist ein Spiel für High Roller. Schlimm. Genau richtig für dich. Kennst du nicht das Potenzial, das ist ein Problem.
asozial. Vorher gibt es immer schön viel kleine Gewinner. Ja. Wow. Da ist aber auf Arsch schon tot. Da kann was auch drin sein. Ja, ja, manchmal, ja, hast du recht. Guck mal, zieht auch so hoch, quer. Ah, yes. Bleibt denn hier die Mistpfeife und da die Lupe und die Guadalupe brauche ich hier? Ich brauche die scheiß Lupe und sowas, ne? Ja. Wenn es ja nicht reingeht, dann ist er schon tot. Schmutzeimer hier wieder. Normalerweise zeigt er so 3-4 Mal an, dann geht er rein. Ja. Wenn er schon so läuft. Mein Gefühl, mausetot. Der hier? Mausetot. Toter wie sonst noch was. Muss normalerweise auf 10 Cent erst angasen gucken. Ja, klar, logisch. Ich werde das bei Fitness machen. Okay? Ja, du kannst das machen, gerne. Mit der Station nun gucken, ob der läuft, mehr nicht. Mach. Kann sein, jetzt so, ne, nachdem ich hier ein bisschen Feuer gegeben habe. Nee, der wird ja nicht mehr, der ist tot. Drin. Nee, weil der kommt in den Raum rein. Wollte ich mich sagen. Ja. Wenn er, ich sag ja, maximal 3 Chancen, 4 Chancen, schon. Dann kommt er sofort rein und dann. So, okay. Das ist ein Mistkerl, du. Ja, den zählt er nicht. Nee. Da muss der kommen, Alter. Sie sind hier vorbei. Ja, letzte Hoffnungsschimmer noch mal. Schweinepriester. Mein Gott. Ja, der wird dich wieder regenerieren. Jetzt kommt die Wende gleich, mein Freund. Die Wende, in denen er komplett runterzieht, meinst du? Aha. Wendefisch, hab ich doch gesagt, die Wende kommt. Ja, hat er jetzt schon 4-5 Mal gezeigt, ne? Nein. Doch, Mann! Ich schmeiß jetzt 2x 300 Euro da oben. Guck mal, wie bescheuert der mit der Mistpfeife im Maul da. Mit Verlängerung. Nee. Die Frage ist nur, ob du was bringst, ne? Naja, das ist das ja. Ist doch immer die Frage, weißt du doch. Du kannst ihn immer schön steigern, das Spiel. Also wenn er oft reingeht, kannst du das richtig schön nach oben steigern. Ja, ja. Aber das macht er, weiß ich ja nicht. Du kriegst ja keine Munition drauf. Ja, vor allen Dingen keine Kombi bis jetzt. Nee. Gar nichts. 0,00. Das war der Riesengewinn. Das war der Riesengewinn. Das Spiel kann nicht schlecht sein, aber bringt ja nichts, wenn du so tote Läufer hast auf 60 Cent, Alter. Für 60 Cent, was hat der bezahlt? 2 Euro oder was? 3 Euro? Ja, macht er oft. Er zahlt in den Spielen eigentlich manchmal nicht so viel. Ja, wenn du mit 10 Cent spielst, dann juckt dich das nicht. Aber wenn du mit 60 Cent spielst, bringt ja nichts, wenn er 3 Euro bezahlt. Wie willst du da nochmal reinkommen? Magerquark. So, Leute. Nächster Part wird gemacht. Bis gleich, Leute.